Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Democracy for Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Unser Defizit steigt weiter, die Weltwirtschaft klettert weiter, unser Bruttoinlandsprodukt ist ganz leicht gestiegen, aber unser Defizit wird größer. Okay, unser Defizit wird größer. Jetzt machen wir weiter mit Transport, richtig? Ja. So, Busspuren. Weiß ich nicht, wo ich da. Was haben wir hier? Wir haben erstmal Verbot für Autos, die einen hohen Spritverbrauch haben. MPG ist Englisch kurz für Miles per Gallon. Die Amerikaner rechnen andersrum, also wie viele Meilen pro Gallone Sprit rausgehen, und wir rechnen ja immer Spritverbrauch pro 100 Kilometer. Deswegen ist es halt so ein bisschen kontraintuitiv. Es kostet uns so gut wie nichts. Was wir machen könnten, wäre Einnahmen? Das hochzusetzen. Ja, aber wenn wir davon nichts haben, also guck mal, es gibt ja nicht mal Einnahmen. Es gibt keine Einnahmen. Was gut ist, wäre niedriger Öldemand. Das ist richtig. Und niedrigere Car-Usage. Weil bei einigen Sachen haben wir auch Dinge, die dazu führen, dass wir, wenn wir das abschaffen oder Kosten reduzieren, dass wir eine höhere Car-Usage kriegen. Und das, was wir hier machen, wären 7 Millionen. Mhm. Gut, na, davon ausgehend, dass sich diese unterschiedlichen Bereiche auch wieder auswirken auf Bruttoinlandsprodukt und so weiter und die Gesundheit, weil es der Umwelt so viel besser geht, wäre ich dafür, dass wir es tatsächlich verbieten? Ich bin ja sonst nicht so der Verbotstyp. Ich würde es gern kurz unter verbieten lassen, aber ich weiß nicht, ob das dann konsequent ist. Ach so, kurz unter verbieten lassen? Also die Frage ist, ist es konsequent oder sollten wir einfach sagen, ach komm, wir verbieten das jetzt? Ich glaube, wir sind, wenn ich mir das Defizit angucke, sind wir bei diesem, bei der 3 vorne, sind wir. Wenn wir so eine Entscheidung treffen, das hier jetzt zu machen, würde ich es auf Anschlag ziehen. Okay, dann machen wir das. So. Dann würde ich nämlich beispielsweise diese komplett einsparen. Ja. Wir haben gerade mit ein paar Millionen CO2-Emissionen geschoben. Dieses hier erhöht auch noch den Food Price und wir haben den Ölbedarf, der hier durch rausfällt, eben mit dieser einfachen Entscheidung auch schon rauskompensiert, dass wir das hier abschaffen könnten. Konsequent, gefällt mir. Schön. So, dann haben wir hier Gebühren auf die Verkehrsverstopfung. Die würde ich nicht anfassen, weil das ist was Regulatorisches um die Verkehrsverstopfung direkt. Wir können mal drauf gucken. Ja, also ich glaube, wir können uns nicht leisten, das abzuschaffen. Wäre die Frage, ob wir noch irgendwie es anderweitig, aber wir könnten es auch ein Stück hochziehen. Könnten wir. Also bringt auch ein bisschen. Ja. Wären immerhin 100 Millionen, naja, nicht ganz. 50, 60 Millionen. Viele andere Instrumente haben, damit die Leute nicht mit dem Auto fahren müssen. Ja. Das machen. Net Win. So, dann haben wir hier noch die Cycling Campaign. Also, ist gut für die Gesundheit und hat einen schönen Impact auf die Usage. Wir haben gerade viel gegen Car-Usage gemacht. Rail und Bus sind eigentlich gut ausfinanziert. Wir könnten sagen,
die hier brauchen wir nicht mehr. Sind aber nur 150 Millionen. Würde ich im Hinterkopf behalten. Würde ich auch noch im Hinterkopf behalten, ja. Ich würde es noch nicht machen. Nee. Dann das Arbeiten von zu Hause finanzieren wir mit 630 Millionen. Da bin ich langsam auch dafür, dass die Unternehmen in die Eigenverantwortung kommen. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir das abschaffen. Ja. Und wir haben die Car-Usage, glaube ich, mehr als kompensiert, die da durch wegfällt. Dann würde ich das abschaffen. Das Einzige, wo wir halt drüber nachdenken sollten, wäre, wie sich das auf diesen Telekommunikationsbereich auswirkt. Auf der anderen Seite glaube ich auch nach wie vor, dass es wichtig ist, dass der Staat nicht überall seine Finger drin hat. Sondern in dem Falle geht es um die Arbeitsplätze, die Unternehmen auslagern. Also bezahlen sie keine Büroflächen mehr oder weniger. Da kann man auch mal gucken, wie man die Leute im Homeoffice unterstützt. Ja. Carpooling-Campaign. Sorgen wir einfach mal. Car-Usage geht um fast 4% runter für 100 Millionen. Ist auch so eine Sache, brauchen wir das noch? Ich würde es abschaffen. Alles weil klar. Wir andere Instrumente haben und das wirklich nur dieser eine Bereich war. Ja. Dann haben wir noch die Busspuren, die würde ich nicht abschaffen. Nö. Also da könnte man maximal überlegen, ob man da noch 100 Millionen runternimmt, aber es wirkt sich auch nicht so krass aus. Nee. Nicht so, dass ich sagen würde, ja, da können wir dran drehen. Dann haben wir noch den Straßenbau. 5 Milliarden immerhin. Im Straßenbau, das ist so dieses klassische Element und würden wir halt die Infrastruktur fördern und damit natürlich was gegen die Arbeitslosigkeit machen. Wenn wir jetzt aber hier mehr Geld reinbuttern, was sich positiv auf die Arbeitslosigkeit auswirkt, ist die Frage, ob sich das rechnet. Wir würden, wenn wir 1 Milliarde mehr investieren, dann sorgt das für 0,4% weniger Arbeitslose. Die Rechnung andersrum aufzumachen, nicht ganz 1 Milliarde einsparen, sorgt für fast minus plus 0,5 mehr Arbeitslose. Damit könnte ich leben. Wir können mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber hier eher ein bisschen einzusparen und dann, wenn es uns hoffentlich wirtschaftlich besser geht, wieder hochzusetzen. Ja. Ja, bleibt noch die Efficiency Standards haben wir hochgesetzt auf Maximum. Die würde ich da genau da lassen. Weil der Oil Demand ist halt wirklich, wirklich gut. Da sind wir gut, da steigen wir jetzt gerade wieder. Das, also so ein ganz klein wenig. Wir waren fast auf null. Das würde ich lassen. Ja. Und dann sind wir durch alles durch, bis auf hier die Car-Emission. Hier könnten wir noch hochgehen, aber ist relativ günstig. Wir pushen ein bisschen was. CO2-Emissionen geht nochmal ein bisschen runter, aber wir sind bei CO2 eigentlich auf null. Nein, Moment. Einmal kurz gucken. Ja, wir sind da weiterhin auf null. Also da könnten wir ein bisschen hochgehen. Aber haben wir jetzt eigentlich keinen Grund für. Also wüsste ich auch gerade nicht. Ja, und wir könnten diese 150 Millionen einsparen, tatsächlich. Na dann los. Dann sind wir im Verkehrssektor durch und machen nächste Runde. 23. Okay, ein Dilemma. Wir sollen einem LGBT-Schauspielstück beiwohnen. Ein sehr
gut angesehenes oder gut ankommendes Stück ist im Moment in dem feinsten Theater unseres Landes. Der Direktor hat uns eingeladen, dort bei einer Aufführung beizuwohnen. Also tatsächlich ist hier die, ob wir Menschen damit quasi, ob wir die Meinung positiv oder negativ beeinflussen, wenn wir dieses Theaterstück besuchen oder ob wir diese Einladung ablehnen und dort nicht hingehen. Und ich wäre für das Besuchen. Weil. Ja. Wir haben es ja gerade in der Schule eingeführt. Insofern finde ich es total gut, das nochmal zu pushen mit so einem öffentlichen Statement. Ja, also. Oder? Ja, ganz bei dir. Ja, Liberale und Religiöse finden es gut. Schön. Wir haben eine News Story. Das ist wieder der Familienbetrieb, der Süßigkeiten herstellt und der unter der Junkfood-Tax leidet. Aber Leute, wir haben erst seit ein paar Jahren in diesem Spiel die chronische Fettleibigkeit in unserem Land hinter uns gelassen. Und ja, tut uns leid. Überdenkt euer Businessmodell. Man kann Süßigkeiten auch machen, ohne dass dabei Fettleibigkeit um sich greift. Ja. So, Defizit ist weiter leicht gestiegen. Die Weltwirtschaft wächst weiter. Die GDP steigt auch wieder leicht. Huiuiui, ey. Physik gab es, den Wunsch von Horsti. Der hat dafür Kanalpunkte ausgegeben. Und ihr könnt Kanalpunkte auch in das Community-Event buttern. ein kleines, lustiges Experiment, was jeder von euch nachmachen kann, beziehungsweise ich kann euch auch gar nicht dabei helfen oder das in irgendeiner Form vorführen. Ihr müsst das selbst tun und leider geht das im Moment nicht. Es muss nämlich hell sein, also draußen, es muss Tag sein und ihr müsst blauen Himmel sehen können. Wenn ihr den blauen Himmel sehen könnt und mal tatsächlich in den blauen Himmel reinguckt, bitte nicht in die Sonne, sondern in ein Stück blaues Himmel, dann werdet ihr feststellen, dass kleine weiße Punkte vor euren Augen hin und her flitzen. Und ich meine damit nicht so kleine Fäden, die man ab und zu mal sieht, die kann man auch abends sehen, die nennt man Mouche Volante. Französisch für fliegende Fliegen oder zu Deutsch fliegende Mücken. Das sind kleine Störteilchen auf dem Glaskörper. Die meine ich nicht, sondern tatsächlich weiße Punkte, die durch die Gegend flitzen. Und wenn ihr euch konzentriert und diese weißen Punkte gut seht, werdet ihr auch feststellen, dass sich diese weißen Punkte in Abhängigkeit eures Herzschlages bewegen. Was ihr dort nämlich sehen könnt, sind weiße Blutkörperchen in eurer Netzhaut. Unser Auge ist total schlau, es muss aber gut durchblutet werden. Und es macht eine Bildkorrektur für rote Blutkörperchen. Weiße Blutkörperchen sind 100-mal seltener als die roten Blutkörperchen. Und die werden nicht von der Bildkorrektur rausgeschmissen, wenn wir einen blauen, hellen Hintergrund sehen. Eure Monitore sind leider nicht hell genug, also die meisten sind tatsächlich nicht hell genug, um diesen Effekt hervorzurufen, deswegen muss es am Tag geschehen. Wenn ihr also in den blauen Himmel guckt, dann werdet ihr nach einiger Zeit weiße Punkte sehen und das sind die weißen Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen werden quasi von eurem Gehirn in der Bildkorrektur von dem gesehenen Bild rausgerechnet. Das heißt, ihr seht eure Kapillaren nicht, aber ihr könnt diese Kapillaren theoretisch nachvollziehen, indem ihr auf diese weißen Punkte achtet. Das sind halt kleine weiße Blutkörperchen. Normalerweise ist das Auge darauf trainiert, da wo Kapillaren sind, quasi die Bildhelligkeit ein wenig hochzudrehen, weil rote Blutkörperchen das Licht absorbieren und die Kapillargefäße sonst quasi eine schwarze Linie vor eurem Auge ziehen würden.
Aber weiße Blutkörperchen absorbieren, wie der Name schon sagt, weil sie weiß sind, sie enthalten keinen roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, absorbieren das Licht so gut wie gar nicht. Und deswegen überkorrigiert unser Gehirn und wir sehen es als weiße, helle Punkte. Ist ein lustiges Experiment. Macht das mal, wenn ihr das nächste Mal rausgeht. Und vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal gesehen und kann davon berichten. Es ist ein total geiles Erlebnis und ich kann da echt minutenlang gucken. Ist auch nicht schädlich fürs Auge. Es ist halt eine interessante Art und Weise, seinen Körper zu erleben. Und wenn man sich konzentriert, kann man halt auch tatsächlich sehen, dass sich diese Punkte in Abhängigkeit des eigenen Herzschlages bewegen. Weil in den Kapillargefäßen die Geschwindigkeit stark davon abhängt, ob das Herz gerade auswirft oder nicht. Also man kann da auch den Herzschlag sehen. Das wär's für die Physik von Horsti. Ederhag merkt gerade an, dass wenn man die Kapillaren sehen kann, sollte man zum Arzt gehen, denn da hat man wahrscheinlich Bluthochdruck. Man sieht die dann grau. Oh, interessant. Das wusste ich noch nicht. Aber macht Sinn, weil die Gefäße sind dann erweitert, wenn man chronischen Bluthochdruck hat und die Bildprozession im Gehirn kann es dann nicht mehr kompensieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich irgendwie einen Namen hat. Ich glaube nicht. Das heißt, es gibt dafür auch nicht direkt einen Wikipedia-Eintrag. Wenn jemand das rein zufällig weiß, auch gerne in den Chat schreiben. Der nächste Sektor ist die Außenpolitik. Da haben wir jetzt wahrscheinlich nicht so richtig viel Sparpotenzial. Wir haben die Werbekampagne für den Tourismus laufen. Die sorgt für einen Anstieg vom Tourismus um 7%. Wir sind aber mit dem Tourismus an der Obergrenze angekommen. Wir könnten die 200 Millionen sparen. Die können wir auch wirklich erstmal sparen, weil wir gerade noch so ein paar Positiveffekte haben von diesen Literaturpreisen. Genau. So, dann haben wir die Entwicklungshilfe. Der Einschlag, das haben wir eben schon angeguckt, der Einschlag auf die Foreign Relations ist halt wirklich hoch. Ich weiß halt nicht, ob es sich hier lohnt, in so einem 100 oder 300 Millionen Bereich zu gucken oder in einem 500 Millionen Bereich. Oder ob wir dann, wenn wir hier runtergehen. Selbst wenn ich um 300 Millionen runtergehe, ist das schon ein Schlag von 4% auf die Beziehungen zum Ausland. Könntest du da bitte nochmal drauf gehen, auf die Foreign Relations, wie die momentan aussehen? Die sehen eigentlich gerade ganz gut aus. Ja. Und da sich auch das erst in 4 Runden so richtig auswirkt, könnten wir dort auch noch mal ein Stück runtergehen. 800 Millionen? Dann sind wir schon bei 11. Ja. Also okay. Es bleibt ja nicht viel anders übrig. Wir haben momentan einfach so hohe Ausgaben. Wir müssen jetzt gucken, dass nicht das dann wenigstens gleichmäßig verteilt, so sind wenigstens alle betroffen. So, jetzt sind wir hier bei den Grenzkontrollen. Da sind wir im Moment bei Passportchecks, was uns so viel kostet. Ja, hat einen Einschlag auf Tourismus, aber der ist maximal hoch. Ja, weiß ich nicht, ob wir da, also da würde ich nicht hochgehen wollen. In die nächste Stufe. Das habe ich wieder vergessen. Biometrische Checks. Ach genau, wollen wir biometrische Daten erheben oder nicht? Ja, eigentlich nicht. Dann lassen wir das so. So, dann haben wir... Ansonsten hätten wir auch die Passport-Checks ein Stück anheben können, noch bevor wir bei den biometrischen Daten sind. Ich glaube, das hat sich auch noch mal ausgewirkt auf so ein paar Einzelbereiche. Was meinst du mit Passportchecks? Nein, nochmal auf die, genau, wenn du bei den Passportchecks bei den Kosten ein Stück hochgehst und noch unter den biometrischen Daten bleibst, dann haben wir hier den Tipp Immigration mit dabei. Ja. Und überall nur so ein bisschen. Und wir machen ja erstmal noch nicht mehr, als dass wir Pässe überprüfen. Okay, sollen wir das dann so nehmen? Ja,
Okay. Frank schreibt gerade im Chat, ihr fürchtet, ihr müsst bei den großen Posten, also Pensionen, Healthcare, eine Weile sparen. Wir haben die Pensionen runtergeschraubt. Wir haben alle öffentlichen Zuschüsse für das Healthcare-System abgeschafft. Wir sind bei der Bildung runtergegangen. Wir haben ganz, ganz viele Benefits runtergeschraubt. Wir haben Kindergeld reduziert. Wir haben Bezüge für Behinderte runtergeschraubt. Wir haben schon im letzten Stream ganz schön Kahlschlag des Unterstützungssystems. Naja, also Kahlschlag würde ich nicht sagen, aber da kommen wir auf jeden Fall gleich hin. Wir gehen jetzt alle Sektoren einmal durch, dann gucken wir uns den Welfare auch nochmal an. Aber wir haben da schon krasse Einschnitte gemacht. Und dazu kommt, dass wir bei dem Gesundheitswesen immer so ein bisschen Drahtseilakt haben, weil die Krankenhauskrise uns noch droht. Und wenn dann die ganzen Ärzte und Schwestern streiken, haben wir auch nichts davon. Und das kostet uns wieder nur Geld. Deswegen versuchen wir, das wenigstens nicht noch schlimmer werden zu lassen. Ja. Hier sind wir bei den Einbürgerungstests. Die sind im Moment hoch mit 70 Millionen. Es ist nicht wirklich ein großer Kostenfaktor. Hat einen großen Einfluss auf die ethnischen Spannungen, die quasi da niederliegen, was ich gut finde. Und hemmt auch ein wenig die Einwanderung, aber also das würde ich jetzt hier so lassen. Das würde ich unbedingt so lassen, weil auch das wir ja wieder Wählerinnen und Wähler sind. Und Staatsbürgerschaft eines der fundamentalen Dinge ist, um sich in der Demokratie beteiligen zu können. Ja, also im Sinne des Wahlaktes. Ja, diplomatischen Dienst haben wir voll ausgebaut und gibt uns... Da sind wir wieder bei der Frage, haben wir einen ausgebauten diplomatischen Dienst oder brauchen wir Militär? Stimmt. Also ich könnte damit leben, wenn wir den ein bisschen runterfahren, aber ich würde es auch nicht übertreiben. 50 Millionen würden wir sparen. Ja, das wirkt sich erst in 24 Runden aus. Das stimmt. Wir könnten da also diese 50 wenigstens noch mitnehmen. Und Frank sagt auch gerade so in Reaktion auf das, was wir gerade noch erzählt haben, das wird echt schwierig. Ja, das ist auch die Herausforderung, die wir letzte Woche schon hatten, die ganze Zeit irgendwie ein ausgeglichenes Bruttoinlandsprodukt zu haben, damit uns wenigstens der Binnensektor nicht noch wegfliegt. In der Hoffnung, dass mit steigender Weltwirtschaft sich das irgendwie auszahlt. Momentan klappt der Plan noch nicht so ganz, außer dass wir ein super stabiles Bruttoinlandsprodukt haben, worauf ich echt stolz bin. Ja. Und wir haben wirklich das Problem, dass diese blöden Kredite nicht günstiger werden. Ja. Und hier das sind wir teile ich dem Spiel und nicht uns an. Ja, hier sind wir beim Militärausgaben. Dort könnten wir ein Stück runtergehen. Das würde sich halt wieder auf die Arbeitslosigkeit auswirken, aber beim Rest. 3 Milliarden einsparen und 2,2% Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit zurzeit aus, könntest du uns das nochmal zeigen, bitte? So. Ich würde die tatsächlich da kürzen und dann dafür nochmal die Hälfte von dem, was wir jetzt hier kürzen, an anderer Stelle ausgeben. Mhm. Dass wir uns ein bisschen Spielraum noch geben für andere Dinge. Ja, aber das war's jetzt, was wir hier machen können in diesem Sektor. Wir haben noch 22. Gehen wir schon mal in Welfare rein oder nächste Runde? Mein Vorschlag wäre, von den 2 Milliarden, die wir eben eingespart haben, nochmal 1 Milliarde oder vielleicht 750 Millionen in den Technologiebereich zu buttern. Oder aber was für Kunst und Kultur zu machen. Für die gute Stimmung. Die Kunstförderung haben wir am Anschlag. Dann Technologie.
Da könnten wir die Fachhochschulen fördern. Da würde ich, das finde ich gut. Es muss ja nicht viel sein. So eine halbe Million, so 500 Millionen oder so. Ja, das wäre so. Finde ich super. Okay, dann nehmen wir die 18 mit in die nächste Runde. Oh. Weibliche Führungspersönlichkeit. Eine weibliche Führungspersönlichkeit wurde gewählt als Vorsitzende der Opposition, die bei uns jetzt gerade nicht mehr existiert. Das freut die Liberale und die Liberalen und sorgt auch dafür, dass der Liberalismus in unserem Land zunimmt. Das ist schön, ansonsten kein Dilemma. Defizit steigt weiter, die Weltwirtschaft steigt weiter, unser Bruttoinlandsprodukt steigt. Tja, Welfare-Sektor mit viel Kapital. Ja? Kannst du diesen Startbildschirm nochmal einwenden oder geht das gerade nicht mehr? Den hier? Ja, da stand irgendwas gerade von Budget Report. Achso, nee, das blieb so. Das, genau, aber, also ja. Economic Forecast blendet diesen Graphen ein. Und Frank hat total recht, wir haben kein zusätzliches Geld, weil unsere Zinsen steigen und das frisst uns auf. Ja. Das stimmt, aber wir können jetzt auch nicht die Staatstätigkeit einstellen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir bestimmte Bereiche trotzdem nach vorne bekommen und Technologieförderung schlussendlich wirkt sich wieder auch aufs Bruttoinlandsprodukt. Also wir müssen so ein bisschen was tun. Und ja, unser Defizit steigt auch immer mehr, aber es ist nicht mehr so krass, wie es mal war und auch nicht mehr in der Geschwindigkeit, die wir schon hatten. Ja, genau. Problem sind vor allem eher die Einnahmen. Wir brauchen weitere Einnahmen. Ja. So, Schlückchen ja, Wasser erstmal. Prost. Der Anteil der Zinsen ist super hoch. Ich glaube, wir sind inzwischen bei weit über der Hälfte. Aber wir können da momentan tatsächlich wenig gegen machen, solange die Ratingagenturen uns so einstufen. Wir können nur gucken, dass wir von der steigenden Weltwirtschaft profitieren, dadurch unsere Einnahmen steigen. Aber viel mehr können wir gerade nicht machen. Genau. Ausgaben. Ja, ja. Unsere Zinsen sind 60% unserer Ausgaben. Ja. So. Und was? Mein Ziel wäre es, dass unser Einkommen wenigstens dem Geld entspricht, was wir noch momentan an zusätzlichen Krediten aufnehmen müssen. Also wir müssen halt unser Einkommen steigern und das kommen wir nur, wenn wir investieren. Hm. So, wir haben die Alcohol Awareness Campaign für 150. Die hat einen Impact von 15% auf den Alkoholkonsum. Wie sieht denn momentan der Stand? Der Stand beim Alkoholkonsum aus? Recht niedrig. Da könnten wir die Alcohol Awareness Campaign von mir aus auch runterfahren oder abschaffen. Ich würde sie abschaffen, kostet nur 2. Ja. Und wo wir beim Thema sind? Ich hätte jetzt gesagt, um das zu kompensieren, geben wir nochmal was aus und tun das, was wir da einsparen, durch mehr Einnahmen. Mit der Alkoholsteuer. Also in unserem Spiel können wir das machen. In der Realität würde es wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute anfangen würden, selber anzusetzen, selber zu brauen. Und das könnte gefährlich werden und sich wieder negativ auf unser Gesundheitssystem auswirken. Ja. Allerdings finde ich das hier durchaus folgerichtig. Gut. Einnahmen all around. So, dann haben wir hier Family Planning. Geben wir 420 Millionen für aus. Ist ein Programm für die Familienplanung und für die sexuelle Gesundheit. Typische Dienstleistungen beinhalten die Bildung, medizinische Ratschläge und Verteilen von Verhütungsmitteln. Also wir könnten hier überlegen, ob wir ein Stück runtergehen. Ich finde aber den Impact aufs Gesundheitssystem
super wichtig. Ja. Da weiß ich nicht, wie sich das auswirkt, wenn wir hier runtergehen. Das ist mir dann doch zu krass. Ja. Also da fängt es dann erst an, sich wirklich zu lohnen. Wir können es um, ja, 60 Millionen würden wir einsparen und wir haben schon einen 0,8% auf die Gesundheit. Das würde ich dann nicht anfassen. Und ich finde das auch ein gutes Programm, ein wichtiges, was so sein sollte. Ist bei dir. Okay. Das nächste wäre Social Care, also ein Gesetzespaket. Also die es brauchen, werden da unterstützt. Also das ist Unterstützung von Alten und Gebrechlichen, will ich es jetzt mal kurz umreißen. Naja, eigentlich der klassische Wohlfahrtsbereich. Also alle Menschen, ja, die sozusagen es brauchen. So als, das ist die Idee dahinter. Egal, ob das jetzt junge Leute sind oder ob das Rentnerinnen und Rentner sind. Wir könnten jetzt eine Wohlfahrtsstaatsdebatte oder Wohlfahrtsverbanddebatte führen, will ich aber gar nicht. Ich würde tatsächlich hier ein Stück anfassen wollen. Ja. Ist ein bisschen runterfahren. Wenn ich so eine Milliarde runtersetze, der Impact auf Health ist gering. Impact auf Arbeitslosigkeit ist auch gering. Da würde ich sogar noch weiter runtergehen. Hier an die Grenze. Ja. Ja? Ja. Wie viel waren das jetzt? Ich war nicht aufmerksam. 1,4. Hey. So. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.